Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Semaru, Soul of the Ocean. Nachdem wir im letzten Part noch ein bisschen Geld gegrindet haben, um zurück nach Ivelia zu kommen, wird es endlich Zeit. Was? Ja, wie es aussieht, hat sich die Lage etwas beruhigt. Dafür werde ich dir einen Gratisritt gewähren. Cool. Na, oh, das ist nett, danke. Okay. Achte da. Ja, leichte Kleidung, genau. Okay, gut. Na super. Warum habe ich dann eigentlich am Ende vom letzten Part noch gegrindet? Und wo finde ich für den Typen eigentlich was zu essen? Naja, ich denke mal, das ist auch so ein Quest, den ich dann später erledigen werde. Ich verstehe das nicht so wirklich mit dem Löwen. Also ich meine, es ist ja... Da ist ja nicht mal Gameplay dahinter. Das ist ja eigentlich das Komische an der Stelle. Wir werden einfach nur dazu gezwungen, uns den Löwen zu kaufen, weil das Spiel es so will. Ich meine, das ist ja eigentlich eine nette Idee. Ich fand es bei der ersten Umsetzung auch noch ganz cool. Da waren auf jeden Fall... Ach, da unten ist der Typ. Da waren auf jeden Fall Stellen... was? Ja, war gerade extrem langer Mitbefehl. Da waren so ein paar Stellen, bei denen ich das... Oh, geh mir auch aus dem Weg, du blöder Löwe. Bei denen ich das auf jeden Fall verstehen konnte. Kommt mir das noch so vor, oder? Die Ingame-Musik war gerade irgendwie ganz schön laut. Ist jetzt gerade ein bisschen runtergegangen. Muss ich nach links oder nach oben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hallo, du blödes Vieh. Ich denke mal, ich bin hier schon richtig. Hier stand mal die Drau rum. Naja, ist zum Glück ein Schild. Na, Stadt Ivelia, einfach geradeaus. Hervorragend. Habe ich jetzt eine Abkürzung genommen? Hier waren noch gar keine Orks. Na gut, ja. Ich denke, wir haben gute Arbeit geleistet. Auch wenn er geleistet steht. Also, ohne das E ist schon witzig. Das geleistet. Wir können hoffen, dass die überlebenden Orks nicht zu zahlreich sind. Wir werden nun den neuen König begrüßen. Und es wäre angemessen, wenn ihr dem gleich nachkommt. Wir sehen uns dann im Schloss. Oh cool, wir dürfen den neuen König besuchen. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, als wäre die Ingame-Musik extrem laut. War die das in den vorherigen Parts auch schon? Na, ich glaub's nicht. Es gibt da etwas, was du noch erfahren musst. Doch, komm erstmal nach. Hä? Wovon? Les, Junge! Hallo, renn doch nicht weg! Ich meine, wir als Spieler wissen es natürlich schon, ne? Aber... der ist eine Wache mit dem Ausrufezeichen. Schrägers. Verdammt! Diese dreckigen grünen Echsenmenschen machen uns etwas zu schaffen. Ich kümmere mich drum. Das wäre eine große Erleichterung von uns. Wenn ihr mir jetzt 10 von ihren Krallen bringt, wäre ich schon zufrieden. Oh Gott, das heißt also, wir müssen einfach nur 10 Echsenmenschen grinden. Und wahrscheinlich gibt es kein Feld, auf dem einfach mal so 10 Stück rumrennen. Aber wir gucken uns erstmal die Stadt an. Quests können wir später immer noch machen, nachdem wir in der Stadt noch ein paar geholt haben. Ja, darf passieren. Habe ich jetzt eigentlich mit dem Typen gesprochen? Ah. Ist es wieder Musik aus Final Fantasy 9, glaube ich? Ihr seid kein Ritter? Noch. Ich hoffe aber, durch den neuen König bald zu einem geschlagen zu werden. Ich habe definitiv das Zeug dazu. Was macht ihr hier? Ich soll nach Verdächtigen Ausschau halten, die angeblich was mit einem geheimen Schwarzmarkt in der Stadt zu tun haben sollen. Im Pub sind auch welche dem Anschein nach. Cool, ein Schwarzmarkt. Irgendetwas Neues? Da fragt ihr besser Leute, die mehr wissen. Ich bekomme nicht so viel mit. Ich dachte, ihr wisst ein Soldat, du stehst hier und schiebst Wache. Ein Migrant. Oder auch nicht, das wurde ja im Spiel nie so wirklich geklärt. Vielleicht ist der Typ auch einfach nur braun gebrannt. Was haltet ihr von Neos? Das hat doch jetzt was mit dem König zu tun, oder? Ja, das ist halt der neue König, ne? Sollte vielleicht mal aktuell bleiben, Wo ist der Marktplatz? Wir haben einen Laden, den Jahrmarktplatz im Osten. Cool. Wo gehst du zum Schloss? Dafür müsst ihr immer der auffälligen Straße nach. Eigentlich ganz einfach, würde ich meinen. Ja, danke, das reicht. Der Dude, der flitzt ja auch ganz schön schnell. Er wird bestehen. Vorsicht. Hehe, ich bin ein Rebell und werde den König stürzen. Oder ist er das schon? Naja, der König wurde mehr oder weniger von den Orks gestürzt. Fand ich irgendwie ziemlich cool, diesen Tod von dem König. Dass er am Ende noch von den Orks, das war schon ein bisschen ironisch. Mutter des Jungen. Hey, schreib meinen Jungen nicht so an, sonst solltet ihr lieber mal aufpassen. Okay, gut. Ich muss hier mal einen kleinen Cut machen, weil die Ingame-Musik ist gerade echt extrem laut. So, ich hoffe mal, dass das funktioniert das alles noch so. Und ich muss jetzt noch komplett meine Systemlautstärke runterdrehen. Der Maker selbst war auf 1, aber das Lied hier ist einfach, oder die Lieder hier sind einfach so laut gestellt,
Ich muss dann auf jeden Fall beim Editieren meiner vorherigen Parts aufpassen. Nicht, dass die Musik schon lange so laut ist, aber eigentlich hätte ich das mitbekommen. Ja, das ist wirklich schlimm. Ja, sie spielt dauernd in diesem Teich. Oh, sie ist schon mal hineingefallen. Ich sage dir, die Kinder hören heutzutage gar nicht mehr auf ihre Eltern. Bei den Elfen wird es ganz bestimmt anders sein. Ich habe gehört, sie würden ihre Kinder niemals aus den Augen lassen. Elfen haben aber auch eine viel höhere Lebensspanne. Vielleicht nicht in Semaru, aber ich denke schon. Ich habe keine Ausrufezeichen über den Kopf. Seid gegrüßt. Ja auch, Fremde. Aber euer Gesicht kommt mir so bekannt vor. Wann ist immer Jahrmarkt? Eigentlich jedes Jahr. Oder zu besonderen Anlässen. Zum Beispiel, wenn wir einen neuen König bekommen. Wie lebt es sich hier? Sehr gut. In Zeiten des Friedens ist es hier meist ruhig. Es sei denn, der Jahrmarkt ist wieder belebt. Gibt's irgendwas Interessantes hier? Nun, es gibt Gerüchte über einen Schwarzmarkt hier, aber was Konkretes habe ich auch noch nicht gehört. König Neos ist wieder da. Darüber sind bereits alle informiert. Nur gut, dass wir diesen Troas los sind. Ja, der war ein ziemliches Arschloch. Der wollte alles, also jegliche Interaktion, die wir mit dem Spiel mit Troas hatten, bestand darin, dass er uns irgendwie töten wollte oder uns dumm gemacht hat oder uns, nicht unbedingt königlich behandelt hat. Ich gehe mal in den Pub rein, mal gucken, ob da irgendwas ist. Oh, draußen sieht nur Unwetter aus. Oh, da ist auf jeden Fall jemand, der... Also, scheint jetzt natürlich in Wirklichkeit, ne? Nicht ansprechbar. Wieder mal. Uncle Duffy, das ist ja cool. Ja, warte. Bitte. Brauche mich nicht. Komm. Dieser Heimix-Tour ist doch sehr stark. Die gibt es nicht einfach so zu kaufen. Stehle. Ich soll es im Laden stehlen? Na gut, was soll's. Ja, wir schafft es schon irgendwie, das zu stehen. Aber jetzt haben wir es irgendwie geschafft, mit dem Barmann zu reden. Der jetzt sogar stinkt. Nee, er läuft trotzdem. Na egal, das ist eigentlich ganz cool. Wir können mit ihm reden, während er läuft, so ungefähr, ne? Willst du was trinken oder mich einfach nach irgendwelchen illegalen Drogen befragen? Was? Nichts. Ich meine, nimm Platz, wo du möchtest. Lass es dir gut gehen. Ich mochte die Option mit den illegalen Drogen eigentlich. Ich kenne den, mit dem Kopftuch. Du kennst Uncle Duffy? Oh, wahrscheinlich aus Port Rhine, hä? Ja, das war mal, ne? Ich muss aber sagen, der Duffy da, der sieht ganz schön übel aus. Was hat der Kerl eigentlich? Ah, ander und besoffen. Also, wäre ich Uncle Duffy, ich werde aufhören. Aber nee, trinken ist was Feines, ne? Und wer bist du eigentlich? Ich bin ein Kumpel von Uncle Duffy. Seit ein paar Tagen, er hat mir ein Haus gegeben. Okay, es soll natürlich ein Mann sein, aber mit langen Haaren und ohne Face-Tatto. Das ist für mich hier. Erstmal eine Frau, was natürlich ironisch ist, weil ich damals auch, etwas längere Haare hatte. Wobei, von hinten sah es wahrscheinlich auch aus wie bei einem Mädel, aber egal. Oh, der Bezwinger von Samnos. Was verschlägt denn euch nach Ibelia? Kenne ich euch? Sagt nun aber nicht, dass man mein Aussehen so nicht vergisst. Ich habe in der Bar von Port Rhine gearbeitet. Ach so, ja. Ich dachte, das wäre einfach nur dasselbe Char-Set, ne? Oder Car-Set oder was auch immer. Ich mag Char. Ich meine, hat zwar irgendwas mit Ankuckeln oder sowas zu tun, ne? Aber, geht irgendwie besser von der Zunge als, als Car irgendwie, finde ich. Klingt auch irgendwie ein bisschen komisch, Car-Set, aber, ja, egal. Ich nenne es halt Char-Set und entweder kommt damit klar oder nicht, ne? Ich denke mal, es interessiert sowieso niemanden großartig, ne? Und wenn doch, dann könnt ihr immer noch in den Kommentaren rumflamen. Was habt ihr denn da an? Eine Magistrobe. Schick, das steht euch sehr gut. Hättet ihr nachher vielleicht... Also, man sieht sich. Oh, schade. Tja, Durai, der kriegt in dem Spiel jede klar, aber er will von keiner was. Wo glotzt du denn hin? Na, betrachte mal die Dartscheibe, sieht die nicht blöd aus? Wie soll ich denn da was vernünftig treffen? Wer sind die Leute dort? Die in dem Raum da? Die lässt du wohl besser in Ruhe. Die haben was zu tun mit irgendwelchen Dingen. Das sind doch irgendwelche Dinge. Die gehören doch bestimmt zum Schwarzmarkt. Mist. Das kannst du nicht. Lass es. Hey, das ist nicht von dir. Das ist nicht die Art von Motivation, die ich gebrauchen kann. Na gut, dann gehen wir einfach mal weg. Oh Gott, jedes Mal, wenn ich versehentlich an den Tresen komme, rede ich versehentlich mit dem Barmann. Jetzt komm schon. Merkwürdiger Man. Hey, für dich ist hier der Zutritt verboten, klar? Noch. Wir kommen hier schon noch rein. Schade, dass es hier kein Map-Menü gibt, ansonsten könnten wir uns reinschieben. Aber na gut. Die Stadt ist ja bestimmt groß genug. Genau, hier rechts. Ah ja, ich schaue einfach erstmal ein bisschen weiter nach rechts, bis ich irgendwie eine Sackgasse finde.
Genau, in den beiden Häusern war ich ja schon drin. Hier hinten ist wahrscheinlich nichts, mit dem ich interagieren kann. Hier sind zwei Ritter. Worum geht es? Ein paar Kollegen von uns hatten kürzlich ein paar Rebellen aus dem Kerker anmischen lassen. Doch jetzt brauchen sie nichts mehr zu befürchten. Ja, warum auch? Jetzt gibt es einen neuen König, der gesagt, alle Rebellen sind jetzt frei von jeglichen Verschuldungen. Na gut, okay. Tut mir leid, doch wegen den Jahrmarktsvorbereitungen darf hier doch niemand rein. Ja, okay, den Jahrmarkt werden wir wahrscheinlich später sehen. Oh, in RTP-Statue. Hallo, RTP-Statue. Typ mit dem Ausrufezeichen über dem Kopf. Nein, du zwar den Quest. Was macht ein Elf in Evelia? Es ist die gleiche Reiselust, die auch oft die Menschen heimsucht. Die Welt zu sehen, ist keine Schande. Braucht ihr Unterstützung? Ich vermisse es, auf einem Silberlöwen zu reiten. Und da ich euch nicht bitten kann, mir einen solchen Löwen zu bringen, bitte ich euch nur, mir ein paar Haare eines Silberlöwen zu bringen. So sei es. Das freut mich zu hören. Am besten sucht die Silberlöwen auf dem Feld im Süden. Eine Fetch-Quest, aber warum nicht? Besser als nix. Kennt ihr Deovir und Yardis? Und ob. Ich selbst bin ja aus Delmanda. Deomir war schon immer mein Vorbild in Sachen Waffenkunst. Ja, wahrscheinlich sind die Elfen einfach alle aus Delmanda. Vielleicht gibt es noch eine Elfenstadt und eine Zwergenstadt in der ganzen Welt. Aber naja, gut, ich bezweifle ohnehin, dass man in dem Spiel irgendwann mal eine Worldmap zu sehen bekommt. Also von daher, das ist wahrscheinlich auch mal ein kleiner Ausschnitt von der riesigen Welt so ungefähr. Habt ihr Freizeit? Im Moment schon. So König Deos wieder da, es hat sich lange wie stabilisiert. Ja, fett. Bezahlter Urlaub so ungefähr, ne? Ja, hier war ich ja direkt am Anfang schon. Bin ich damals reingekommen? Ich hoffe nur, dass ich nichts verpasse. So wie ich mich kenne, übersehe ich bestimmt wieder irgendetwas. Ob ich das Haus hier reingehen kann? Hier auf jeden Fall schon mal nicht. Okay, es ist ein Attrappenhaus. Oh. What the fuck? Ist das Zombie-Alex oder so? Ich meine, der Typ hat rote Augen. Kenne ich dich nicht? Ach, das ist Noga, aber... Der sah doch damals noch nicht so zombifiziert aus. Ha, jetzt wo du es sagst, ich glaube dich in Port Rhiney schon mal gesehen zu haben. Hast du wieder ein Problem? Ha, sieht man mir das etwa an? Ja, ich habe eine Besichtigung im Schloss gemacht und auf dem ganzen Weg zurück meine wichtigen Zahiris-Münzen verloren. Wegen so ein blödes Loch in meiner Tasche. Ich denke schon, dass es wegen einem blöden Loch ist, aber... Ich finde alle Münzen... Du bleibst für immer ein Trottel. Ach, ich finde diese Antwortmöglichkeiten, die stellenweise aus Gothic sein könnten, schon irgendwie interessant. Das ist schon ganz witzig. Eigentlich müsste ich die immer mal durchgehen, weil man kann in dem Spiel, glaube ich, sowieso nichts verpassen, so ungefähr. So das Spiel, man kann die halt einfach nochmal anquatschen. Ich glaube, wir haben schon mal einen Quest sozusagen verkackt, aber als wir nochmal angesprochen haben, konnten wir den Quest dann ganz normal bekommen. Was eigentlich cool ist, weil dadurch kann man halt keine Quest sozusagen, man kann sich halt nicht verkacken, sage ich jetzt mal. Das ist schon mal ganz nett, wenn man wirklich alle Quests machen will. Und, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich hab's vergessen. Egal. Denke mal bloß nicht, du könntest es in den Witzen anfangen. Es sind nur Sammlerstücke aus meinem Hause. Es müssten insgesamt 7 sein. Schau im Schloss und in der Umgebung nach. Auftrag erhalten. Bin ich immer gespannt, ob wir Evelia in diesem Part schaffen. Du solltest aufpassen. Ich weiß. Papa und Mama sagen es mir andauernd. Dabei bin ich erst einmal ins Wasser gefallen. Wohnst du hier? Das darf ich nicht sagen, aber ich wohne da, wo die mehreren Häuser stehen. was machst du da? Wasserhüpfer fangen. Nee, Wassermüpf. Wassermüpfer? Heißen die nicht so? Die heißen Wasserhüpfer. Oh, Wasserhüpfer. Alles klar. Also, das hat mich gerade schon gewundert, aber es war natürlich ganz witzig gemacht. Ein leeres Haus. Können wir vielleicht irgendwas Sinnvolles machen? Bücher lesen. Das Tagebuch eines gewissen Kenia. Aber ich werde es nicht lesen. Warum nicht? Och, komm schon, Mann. Es gibt nichts Cooleres, als in den Tagebüchern anderer Leute herumzustöbern. Sonderbare Dinge. Ein Buch mit der Aufschrift Eroberung der Lüfte. Lesen. Niemand hatte zuvor geglaubt, dass Schiffe ganze Ozeane überqueren könnten. Heute glaubt niemand, dass es Möglichkeiten geben könnte zu fliegen. Ganz recht, wie ein Vogel. Doch ich, Professor Kinari, werde diese Theorie in die Tat umsetzen. Denn schon bald habe ich die letzten Vorbereitungen für einen Test abgeschlossen. Fett. Okay, gut. Ich denke mal nicht, dass das Haus hier zufällig platziert ist. Ich meine, wir konnten ausgerechnet das lesen. Vielleicht bekommen wir dann irgendwie eine Flugmaschine, mit der wir dann nochmal zurück zu... Ja, das wäre cool. Dann können wir nämlich einfach zu jedem Ort fliegen, ne? Ihr alter Mann. Was beobachtet ihr?
Es ist nicht ungefährlich, Kinder doch einfach so im Wasser spielen zu lassen. Doch, ich bin ja da. Gut, dass es noch Leute wie euch gibt. Ja, da muss jeder seinen Nutzen für sich finden. Gehört die Gaststätte euch? Früher einmal. Ich bin schon alt. Heute gehört sie meinem Sohn. Ah ja, ich verstehe schon. Ich möchte da jetzt rein. Geh ruhig, es hindert euch niemand. Doch, ihr alter Narr. Da liegt ja was rum. Was ist denn das? Nehmen ein Lastbrief, okay? Also ein Schuldschein, effektiv. Ich bezweifle mal, dass ich damit irgendwas Sinnvolles... Oh, oho, ein kleiner Fehler, aber nicht weiter wichtig. Naja gut, wahrscheinlich, was heißt bitteschön Fehler? So kann man wenigstens diesem alten Mann entgehen. Das ist schon möglicherweise absichtlich so gemacht. Oh nein, die Katze blockiert unseren Weg. Und wir können scheinbar nicht einmal mit ihr interagieren. Dann gucke ich mal nach, ob ich hier vielleicht noch irgendwas übersehen habe. Mit dem Dude habe ich ja schon ganz am Anfang gesprochen. Da wird es bestimmt zum Schluss. Kind, was ist denn das hier? Von unten kann ich auf jeden Fall nicht mit ihm interagieren. Kann ich zu ihm hochlaufen? Ich denke es nicht, aber... What the fuck? Ist das ein Monster? Das sieht ja... Okay, ich dachte jetzt schon, hier geht's nicht weiter. Da war ich hier oben schon drin. Mit der habe ich doch auf jeden Fall noch nicht gesprochen. Lang lebe König Neos. Oh ja, ich bin so froh, dass der Sohn des ehemals rechtmäßigen Königs endlich wieder zurückgefunden hat. Was denkt ihr über den Laden? Außer, dass die Verkäuferin sich komisch verhält und sich ständig diese darin aufhalten, nichts mehr. Was haltet ihr von Elfen? Das ist bestimmt auf den Elfen hier vorne bezogen, oder? Nun, sie zeigen sich recht selten, ich weiß nicht. Elfen. Oh nein, jetzt habe ich sie natürlich... Ja, gut, wir wollen das natürlich nicht zweimal hören, sondern wir wollen das beenden. Ah, hier ist der Waffenladen, so wie es aussieht. Ja, da sind wirklich tatsächlich richtig viele NPCs dran. Dabei fällt mir gerade auf, ich habe schon extrem lange nicht mehr gespeichert. Wow, das geht ja gar nicht. Kauf etwas oder geh. Bist du gekommen, um einzukaufen? Dann mach das. Ja, die sind ja richtig ganz schön unfreundlich hier. Es ist alles in Ordnung. Was soll das? Ich dachte mal... Hey, wird nichts geklaut, ist das klar und jetzt raus hier. Hä? Hans und Teufel. Okay, bei ihm kann ich was. Hans und Teufel, ich habe mit ihm gesprochen und er hat mich rausgeschmissen. Weg von da! Nicht weg da, sondern weg von da. Schnüffel nicht so viel rum, bitte. Egal, einfach nur deine Sachen. Das sind schon echt komische Leute, aber naja. Verkäuferin auch, rote Augen. Tja, ne, dann. Können wir uns ja echt voll die coolen Heilgegenstände kaufen. Ja, das ist Quatsch. Ich hau mein ganzes Gold weg. Ich brauch's sowieso nicht. Ich hatte ja eh damit gerechnet, das auszugeben, also von daher. Und ich werde hier bestimmt durch irgendeine Schwarzmarkt-Quest oder so auch noch was bekommen. Na gut, okay. Interessant, da wird bestimmt noch irgendwas passieren, wenn wir dann im Schloss waren. Da hinten blinkt etwas. Was ist denn das? Nehmen. 100 Drakuelken, schön. Was siehst du denn da? Ich verfolge die Entwicklung von Professor Kinas Arbeit. Und jetzt... Hey, ich will reden. Stör mich nicht. Na gut, okay, dann gehen wir eben wieder, nachdem wir hier mal kurz in seinem Regal... Hier liest anscheinend jemand sehr gerne umgestöbert haben. Okay, aber mehr erzählt er uns auch nicht. Na gut, okay, dann werde ich einfach nochmal runter zu dem Silberlöwen gehen. Oder zu den Löwen, das sind ja mehrere. Und mir einfach noch das Büschel Haare holen. Aha. Irgendwie hätte ich schwören können, dass der Weg damals anders war. Aber na gut. Naja, hier, den Typen muss ich auch noch metzeln. Bin ich mal gespannt. Das funktioniert gerade tatsächlich ganz gut. Echsenkralle erhalten. Ja, ich bin nicht überrascht. Warum nicht? Wir können ruhig noch ein bisschen grinden. Wir brauchen auf jeden Fall Geld. Und das nicht zu knapp. Und gerade hier, die Typen machen uns sowieso keinen Schaden. Also von daher denke ich mal, ist das schon in Ordnung. Und wir brauchen ja eh noch die Echsenkrallen. Wobei ich die dann wahrscheinlich noch offscreen grinden werde. Es ist einfach nicht so besonders spannend, jedes Mal das Feld zu verlassen und wieder neu zu betreten.
Ein Haar wird wohl genügen. Silber erhalten. Sehr schön. Ja, dann kann ich jetzt auf dem Weg nach oben nochmal die Gegner mitnehmen. Dann habe ich schon 2 Krallen. Brauche ich offscreen nur noch 8. Und dann ja, werde ich mir offscreen die Krallen holen. Werde den Quest dann noch im nächsten Part beenden. Und werde dann außerdem natürlich in das Schloss gehen zu unserem neuen König. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kann ich ihn schon wieder gar nicht mehr von vorne treffen. Ja, das ist doch so ein Quatschen wieder. Ich meine, das Kampfsystem ist echt eine coole Idee, aber die Ausführung so bescheiden. Ich bin mir sicher, man hätte es sogar irgendwie verbessern können, aber naja, was soll's. Hätte man vielleicht mehr testen müssen. Es wäre tatsächlich auch so ein Spiel, wo ich mir eigentlich denke, ja, so eine überarbeitete Version ist eigentlich schon ganz interessant. Und so wie es auch aussieht, hilft diese Rüstung ja nicht vor Gift im Gegensatz zu der anderen. Aber ja, das werde ich jetzt einfach mal verkraften müssen. Ich denke nicht, dass mich das Gift umhaut. Und wenn ich mich recht entsinnen konnte, dann... Ja, 76 habe ich noch. Dann müsste das irgendwann aufhören. Hier ist das Silberhaar. Ah, danke schön. Das wird mich stets an die prächtigen Tiere erinnern. Und dies ist für euch. Ein Mana-Trank und 200 Erfahrungspunkte erhalten. Hervorragend. Na gut, Leute, dann war es das für heute mit Semaru. Ein eher entspannter Part, in dem wir uns die Stadt Ivelia angesehen haben. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Und ja, im nächsten Part steht dann das Schloss bevor und ich bin ja mal gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch auch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Kommentar und allgemein natürlich über Kommentare zur Folge freuen und über einen Daumen nach oben. Also gut, Leute, bis zum nächsten Mal.